Was ist ein unvollständig dominanter Erbgang und wie funktioniert er? Bei einem unvollständig dominanten Erbgang tragen beide elterlichen Erbanlagen zur Merkmalsausprägung in der Folgegeneration bei. Das Resultat ist eine Mischung aus den Merkmalen der Elternindividuen. Als Beispiel wählen wir die Blütenfarbe bei der japanischen Wunderblume. Die Kreuzung einer rotblühenden und einer weißblühenden Pflanze führt in der Folgegeneration zu einem Phänotyp, der zwischen dem Erscheinungsbild der Eltern liegt. Deshalb wird der unvollständig dominante Erbgang gelegentlich auch als intermediärer Erbgang bezeichnet. Intermediär bedeutet dazwischen. Oben befindet sich die Elterngeneration oder Parentalgeneration, abgekürzt P. Sie bringt die Folgegeneration oder Filialgeneration hervor, auch F1 genannt. Die Pflanzen in der Parentalgeneration sind reinerbig oder homozygot. Die rotblühende Pflanze verfügt über zwei rote Allele, groß R. Die Pflanze mit den weißen Blüten besitzt zwei weiße Allele, klein r. Daraus ergeben sich die Phänotypen. Links rote Blüten, rechts weiße Blüten. Weil die Pflanzen homozygot sind, können sie jeweils nur eine einzige Form von Gameten erzeugen. Die Kreuzung der homozygoten Eltern ergibt in der F1-Generation einheitlich heterozygote Individuen. Ihr Genotyp umfasst je ein rotes Allel groß R und ein weißes Allel klein r. Der Phänotyp ist rosa und befindet sich zwischen den Phänotypen der Eltern. Weil in der F1-Generation beide Merkmale der Eltern in reduzierter Form zur Ausprägung kommen, nennt man diese Form der Vererbung unvollständig dominant. Es dominiert weder rot noch weiß. Stattdessen tragen beide Farben zur Hälfte zum Phänotyp rosa in der Folgegeneration bei. Wir können die unvollständige Dominanz verstehen, wenn wir uns den Weg vom Genotyp zum Phänotyp anschauen. Der Genotyp hier ist heterozygot und umfasst ein rotes und ein weißes Allel. Ausgehend vom roten Allel entsteht durch Transkription eine Messenger-RNA und durch Translation ein funktionsfähiges Enzym. Das Enzym katalysiert die Synthese eines roten Farbstoffs. Auch beim weißen Allel führt die Genexpression über eine Messenger-RNA zu einem Protein. Aufgrund einer Mutation ist das gebildete Protein jedoch nicht funktionsfähig. Daher kann es keinen Beitrag zur Farbstoffbildung leisten. In der Summe entsteht zwar eine kleine Menge des roten Farbstoffs, sie reicht aber nicht aus, um die Blüten vollständig rot zu färben. Beide Farben, rot und weiß, leisten phänotypisch einen ähnlich großen Beitrag. Das Resultat liegt dazwischen und ist rosa. Die Uniformitätsregel oder erste Mendelsche Regel gilt auch für unvollständig dominante Erbgänge. Werden zwei Individuen gekreuzt, die sich in einem Merkmal unterscheiden, für das sie beide homozygot oder reinerbig sind, dann sind in der Folgegeneration bezogen auf das untersuchte Merkmal alle Nachkommen gleich. Die Kreuzung der F1-Individuen führt in der F2-Generation zu einem bestimmten Verteilungsmuster. Weil die F1-Generation heterozygot ist, bildet jedes Individuum zwei unterschiedliche Typen von Gameten. Davon ausgehend lassen sich die Genotypen und Phänotypen in der F2-Generation herleiten. 25% der Individuen sind homozygot für das rote Allel und bilden rote Blüten. 50% sind heterozygot und haben rosa Blüten. Die verbleibenden 25% sind homozygot für das weiße Allel und bringen weiße Blüten hervor. Damit gilt die Spaltungsregel oder zweite Mendelsche Regel auch für unvollständig dominante Erbgänge. Werden die Individuen aus der ersten Folgegeneration miteinander gekreuzt, ist die zweite Folgegeneration für das untersuchte Merkmal phänotypisch nicht mehr einheitlich, sondern spaltet sich auf im Verhältnis von 1:2:1.